Heute im Interview mit dem Magazin Next, Rolf Ehlers und Björn Rodey. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Wir fangen mit Ihnen an. Wie und wo begann Ihr Zugang zur Musik das erste Mal stattzufinden? An was erinnern Sie sich am stärksten? Mein erster Zugang zur Musik? Ja, prägender Zugang. Ich kenne es aus der Erzählung meiner Mutter. Ich war krank, 3 Jahre alt, also ganz klein, und habe Brahms Requiem gehört. Also nicht aktiv, aber meine Mutter hat es gehört und ich musste es dann auch hören. Und das hat sich eingeprägt. Daran habe ich mich immer wieder erinnert. Das war, glaube ich, so mein Zündfunke zur klassischen Musik. Ja. Und wann kam dieser Übergang, dass man für sich entscheidet, Musik soll der elementare Bestandteil meines Lebens sein? Das war in den letzten Schuljahren. Da habe ich gemerkt, dass Musik schon das ist, was mich wirklich am meisten begeistert. Aber ich habe mir nicht zugetraut, damals jetzt an der Musikhochschule ein Instrument oder Klavier oder Gesang zu studieren. Also stand für mich fest, ich muss irgendwas machen, was sich zwar mit Musik beschäftigt, aber nicht ganz direkt. Und dann bin ich Musikwissenschaft studieren gegangen. Das war der Anfang des Wegs. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter auf dem ganzen Karriereweg. Wie sind Sie denn hierhin gekommen? Ja, die Wege sind ja nie direkt geradeaus, sondern es kommt immer eins zum anderen. Musikwissenschaft war mir dann auch ein bisschen zu trocken und ich habe früh schon im Studium versucht, Kontakt zur Praxis zu finden und habe im Südwestrundfunk mitgearbeitet in der Musikredaktion und dann gab es plötzlich Möglichkeiten auch bei Veranstaltungen mitzuhelfen und das sogenannte Kulturmanagement, was es damals als Fach noch gar nicht gab, aber die Leute waren auch damals schon gesucht und dann kam ich so ein bisschen auf die Schiene, konnte aber parallel auch in der Zwischenzeit tatsächlich als Sänger ein bisschen was machen, auch beruflich. Und habe darüber diese beiden Schienen, Musikmanagement und Musik ausüben, dann unter einen Hut gekriegt. Und später ergab sich dann die Möglichkeit, in einer Vollzeitstelle was Attraktives zu machen. Und seit fast 8 Jahren bin ich jetzt hier in Engers und darf diese Landesmusikakademie hier leiten. Wie war es bei Ihnen? Wann war der Zugang zur Musik geschaffen? Ja, bei mir ging das über meine Mitgliedschaft im Knabenchor. Ich bin in einem Winsbacher Knabenchor aufgewachsen, meine gesamte Gymnasialzeit, und das war dann so ein Erweckungserlebnis für mich. Vorher hatte ich nicht so viel Zugang jetzt auch zur Chormusik und auf einmal mit einem Schlag dann, dadurch, dass man da ja auch im Internat wohnt und dann jeden Tag 2 Stunden Chorproben hat und jedes Wochenende Konzerte, dann ging das auf einmal sehr schnell und bis zum Abitur hat mich das dann begleitet. Und danach habe ich 5 Jahre hauptberuflich als Sänger gearbeitet in einem A Cappella-Quintett. So war mein Zugang. Mit ehemaligen des Knabenchores, also ganz klassisch. Welchen Teil füllen Sie in der Landesmusikakademie aus? Hier direkt bin ich ein Kollege und Freund von Rolf, weil ich beruflich die Gesamtleitung des Landesjugendchores habe. Ja. Und da gibt es so ein verknüpfendes Element. Der Landesjugendchor gehört wie alle Landesjugendensembles zum Landesmusikrat Rheinland-Pfalz und dessen Präsident ist auch der Vorstandsvorsitzende, verbessere mich, Vorstandsvorsitzende von der Landesmusikakademie, vom Träger. Deswegen haben wir da ein gemeinsames Dach, aber wir sind auch persönlich eng verwoben. Wir haben auch schon zusammen gesungen. Haben wir das? Ja, in China zum Beispiel. Nicht schlecht. Kurz gefragt, was macht die Landesmusikakademie? Im Grunde ist die Landesmusikakademie zu verstehen als Bildungs- und Begegnungsstätte aller Musiker und Musiklehrer des Landes. Was macht Ihnen an Ihrem Tätigkeitsfeld in diesem Hause die größte Freude? Ich bin zum Glück in der Position, dass ich das inhaltliche Programm, also das Workshop-Angebot, was wir nach außen bringen, maßgeblich mitgestalten kann. Wir können Schwerpunkte setzen. Das kann mal der Jazz sein, mal die A Cappella-Musik, mal kann es ein spezielles Instrument sein, Kammermusik oder Blasmusik, das kann ganz viel sein. Da kann man also schon sehr bewusst steuern. Und was mir auch Freude macht, ist einfach der Kontakt mit den Gästen. Wir haben hier jährlich, wenn nicht gerade Einschränkungen bestehen, bis zu 14.000 Übernachtungen. Da kommen sehr viele interessante Menschen hier nach Engers und reisen ein paar Tage später wieder ab. Und diese Begegnungen machen mir einfach wahnsinnig Freude. Es ist so zu verstehen, dass die Bandbreite so riesig ist, dass vom Musikprofessor bis hin zum Laienmusiker hier jeder vertreten sein kann?
Genau so ist es. Und auch vom 8-Jährigen bis zum 93-Jährigen. Mhm. 94 nicht mehr. Das Veranstaltungsprogramm ist enorm. Welche Veranstaltungen gibt es hier zu erleben? Also im Grunde ist es ja so, dass unser inhaltliches Programm ja geradezu danach schreit, sich in öffentlichen Veranstaltungen auch mitzuteilen. Das sind Workshop-Konzerte, Dozentenkonzerte, Kursabschlusskonzerte oder auch von Beleggruppen, die zu uns kommen, um zu proben, dann entsprechend Abschlusskonzerte oder öffentliche Generalproben. Das ist so das Spektrum. Und in früheren Jahren haben wir das dann eher zufällig laufen lassen. Und immer wenn es was gab, dann gab es was. Und seit wir wirklich gemerkt haben, seit der Corona-Zeit, dass es hier auch ein öffentliches Interesse gibt, eine schier ausgehungerte, ausgedörrte Öffentlichkeit, die sich wahnsinnig freut, wenn ohne viel drumherum einfach schlicht Angebote stattfinden. Seitdem haben wir versucht, da auch ein bisschen Kanäle zu kultivieren und Formate zu schaffen, die wir auch dann mit vermarkten können. Tagesaktuelles Thema, die Ukraine. Nicht nur musikalisch engagiert, sondern auch sozial engagiert. Wie kam es dazu? Ja, also im Grunde fing das relativ kurz nach Kriegsbeginn an, dass ich mit meinem Kollegen in Mainz, mit dem Tobias Christian Meyer, das ist ein Künstlerkollege, saßen wir im Landesmusikrat am Rosenmontag tatsächlich. Und der Landesmusikrat ist direkt an der Kaiserstraße, also an der Achse, wo normalerweise der Rosenmontagszug langzieht, der ja nicht stattgefunden hat. Aber trotzdem waren halt viele Karnevalisten waren auf der Straße und haben gefeiert und auch alkoholisiert gefeiert, kurz nach Kriegsbeginn. Und da saßen wir mittags und haben gedacht, irgendwie fühlen wir uns ein bisschen deplatziert. Also weil das eigentlich ist uns überhaupt nicht nach Feiern zumute. Haben das nicht ganz verstanden, warum, wie man jetzt sich auf der Straße betrinken kann, wo gerade ein paar Tage vorher in Europa ein Krieg begonnen hat. Und da saßen wir und just in dem Moment kam eine Nachricht rein, dass der ukrainische Verein von Mainz und Mombach hilft, das sind zwei auch gemeinnützige Institutionen, dass die schon angefangen hatten, Hilfsgüter zu sammeln. Und da haben wir gesagt, okay, was kann man machen? Also wir wollten den Tag dann umwidmen für uns und haben diesen beiden Vereinen unsere Hilfe angeboten, haben gesagt, wie schaut's aus, weil es hieß, ja, wir haben keine Fahrer, da sind ein Haufen Hilfsgüter, aber wir haben keinen, der einen LKW fahren kann. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir haben beide einen alten Führerschein, wir sind schon so alt, dass wir noch einen alten haben, sprich, wir dürfen 7,5 Tonner fahren, geben wir denen Bescheid, wenn sie jemanden brauchen, dann fahren wir halt einfach. Und dann kam die Nachricht zurück, ja, wir haben nicht nur keine Fahrer, wir haben auch keinen LKW. Und ja, 12 Uhr, wie gesagt, saßen wir, so um 2 Uhr, 3 Uhr hatten wir die ersten Telefonate mit, dann ist auch der Tobias da hingefahren, hat sich's mal angeguckt und dann kam die Nachricht, hier ist kein LKW. Und dann haben wir kurz entschlossen, einfach einen LKW gemietet, an dem gleichen Tag. Haben gesagt, komm, wir gehen jetzt in Vorleistung, mieten einen 7,5 Tonner von Sixt, haben noch versucht, den gesponsert zu bekommen, das hat natürlich nicht geklappt. Haben wir gesagt, okay, ich habe einen gemeinnützigen Träger, Operiamo, das ist eigentlich eine Kulturinstitution, aber die kann auch mildtätige Zwecke machen oder internationale Zusammenarbeit. Also es war gedeckt, dass wir das machen konnten und haben den gemietet, um 18 Uhr abgeholt und um 19 Uhr haben wir beladen. Und so fing das an. Wir haben innerhalb von 7 Stunden uns auf den Weg gemacht, total spontan, und haben auf die Weise den ersten Transport gestartet. Damals noch an die Grenze, also nicht in die Ukraine, sondern an die polnisch-ukrainische Grenze. Es war ja kurz nach Kriegsbeginn, da waren tausende Flüchtlinge dann in den Flüchtlingslagern. Und ja, so ist das gestartet. Und das, aus diesem ersten Transport haben wir einen Rundruf gestartet, spendet. Dann kam so viel Geld rein, dass nicht nur der Transport gesichert war, sondern wir mehr hatten. Dann kam ein zweiter Transport nochmal an die Grenze. Und dann kamen wieder Spenden rein. Und dann ein Hilferuf von, das kannst du erzählen? Dann kam ein Hilferuf eines befreundeten Chorleiters, der von seinen Kontakten in der Ukraine wusste, dass das Konservatorium in Lviv dringend zwei hochprofessionelle Scanner benötigte, weil die Angst hatten um ihr Archiv mit wertvollen Beständen. Die wollten das digitalisieren, auch deswegen, weil die Akademie dort direkt neben der Militärverwaltung angesiedelt ist. Die hatten also Angst, dass sie als militärisches Ziel quasi da mal einen Treffer abkriegen und wollten ihr Archiv dann sichern. Und
als ich das hörte, fiel mir ein, dass ich als Student mehrere Male in Lviv war und dort an dieser Akademie tatsächlich auch geprobt hatte und Konzerte hatte. Und dann hat mich das so aufgerüttelt, dass ich dachte, Mensch, das machen wir jetzt zu unserer Sache. Ich kannte ja schon seine Aktivitäten und dann haben wir nochmal hier im Umfeld der Akademie ein bisschen Gelder gesammelt und haben dann die beiden Scanner einkaufen können und haben das Auto aufgefüllt mit medizinischem Hilfsmaterial, was auch ganz konkret bestellt wurde. Die haben da ganz konkrete Bedarfe gehabt. Das war hauptsächlich Nahtmaterial für die verwundeten Soldaten. Haben wir das Auto aufgefüllt und sind dann erstmalig direkt reingefahren in die Ukraine. Das war sehr abenteuerlich, das war Anfang Mai, der erste Transport. Ja. Hat uns aber so viel persönliche Kontakte auch gebracht und wir konnten mit ganz tollen Menschen dort sprechen, Kulturschaffende vor Ort, die uns von ihren Nöten erzählt haben und die ganz besondere Situation auch in der Westukraine geschildert haben. Und da war für uns klar, da müssen wir wieder hinfahren. Und vor allem, wir müssen die Kontakte überführen in eine hoffentlich bald beginnende Nachkriegszeit, um dann über Kooperation unsere Freundschaften da oder auch die Kontakte einfach zu vertiefen und in was ganz Produktives zu überführen, nämlich in gemeinschaftliche Kulturproduktionen. Stimmen Sie mir zu, das ist ja in Corona auch die Erfahrung, die wir gesammelt haben in der Zeit, dass ein Land, das die Kultur entzogen kriegt, der Verrohung preisgegeben ist. Ist das auch Ihre Meinung? Zusätzlich. Das heißt also, worauf ich hinaus möchte, ist, die Menschen sind dort durch Krieg schon unfassbar geschädigt, aber wenn man ja obendrein noch alles an Kultur weggenommen kriegt, liegt da drin nicht noch eine viel größere Strafe. Und was musste man dagegen tun, um das zu verhindern? Was können wir tun, Sie tun? Also ich denke zunächst mal, dass der Eindruck richtig ist, denn es kommt ja alles zusammen. Es kommt diese Kriegssituation, die ein Land natürlich auch zwingt, in der Haushaltspolitik alles dem Militäretat zu unterstellen, unterzuordnen. Das heißt, es gibt überhaupt kein Geld mehr für irgendetwas anderes. Und das geht ja auf Kosten automatisch zunächst mal der Kultur. Das heißt, die Kultur ist platt, es geht nur noch um Militär. Das ist ganz, ganz bitter, vor allem wenn dann auch noch die historischen Kulturgüter bedroht und teilweise sogar zerstört werden. Das geht an die Identität, führt natürlich auch zu Trotzreaktionen. Das Land hält dann noch mehr zusammen in der nationalen Identität. Also wir haben sehr viel erlebt, auch von Menschen, die unfassbar verbittert waren und auch die Landsleute nicht verstehen konnten, die jetzt das Land verlassen, um woanders Frieden und Ruhe zu finden. Die fanden da zum Teil kein Verständnis, weil die wiederum der Meinung waren, nein, wir müssen jetzt hier bleiben, wir müssen stark sein, wir müssen zusammenhalten, wir müssen jetzt hier kämpfen und da kann ich nirgendwo anders hingehen in dieser Sekunde. Haben wir kennengelernt. Ja, also vielleicht ergänzend, natürlich ist, wenn akut eine Region vom Krieg betroffen ist, dann gibt es natürlich zunächst mal eine klare Hierarchie. Zunächst geht es ums Überleben und man versucht, seine Familie irgendwie in Sicherheit zu bringen. Es geht um, dass man Nahrung bekommt, dass man nicht verhungert, auch in der Situation, wenn ein Belagerungszustand ist. Dann sind zunächst natürlich fallen dann solche Sachen wie Kultur erstmal hinten runter. Ne? Aber sofort im zweiten Schritt war es auch in der Ukraine so, dass zum Beispiel viele Studentinnen und Studenten jetzt auch an den Universitäten sind dann vom Osten innerhalb des Landes nach Westen geflohen und wurden von den Universitäten dort aufgenommen, ebenso auch in Lviv. Und die Universitäten wiederum haben versucht, trotzdem auch den Kulturbereich und die Arbeit weiterzuführen, also auch die Universitätsarbeit und die Aufführungen, weil das Ganze natürlich dem Land auch einen sinnstiftenden Aspekt gibt. Das ist ja etwas, gerade diese Kultur und die ukrainische Kultur ist dann natürlich auch nochmal ein Überbau der nationalen Identität. Und das ist ja das, was dem Land von außen quasi abgesprochen wird und wo es dann heißt, na, auf keinen Fall, wir sind ein eigenständiges Land mit einer langen europäischen Geschichte, die mehr nach Westen als nach Osten ausgerichtet war. Und das kann man natürlich in Literatur, in Musik, in bildender Kunst, kann man das natürlich dann sehen. Und natürlich deswegen war es auch so wichtig, dass es weitergeführt wird. Ich möchte Sie noch ganz kurz am Ende unseres Gesprächs bitten, es gibt einen musikalischen Gast in diesem Zusammenhang jetzt hier. Ja? Und bitte darauf noch kurz einzugehen.
Ja, wir haben beim ersten Besuch in Lviv einige Studenten kennengelernt der dortigen Musikhochschule und sind auch ganz liebevoll betreut worden im Prinzip. Man hat uns die Stadt gezeigt, man hat uns so ein paar Plätze gezeigt, wo man als Ahnungsloser nicht hinkommen würde. Und wir haben auch die gemeinsame Zeit unseres ersten Luftalarms da mit den Studenten dann verbracht. Auch das. Das genau, war ja für uns auch beim ersten Transport was vollkommen Neues. Ja, ja. Das verbindet dann auch. Und da kam dann die Idee auf, Mensch, eine 22-jährige Studentin hat gefragt, kann ich das bei euch mir mal anschauen? Und dann haben wir gesagt, natürlich. Wir haben die Möglichkeiten, kommen, wann immer es geht, mal hierher. Und dann hat es sich ergeben, dass wir auf dem Rückweg des zweiten Transports haben wir sie mitnehmen können. Sofia Dumic, 22, studiert Dirigieren, Oper und Musikgeschichte. Ja. Und die konnte jetzt hier bei uns in Engers 3 Wochen mal das Akademiegestehen hier, was ja nicht wie eine Musikhochschule funktioniert, weil wir eben jeden Tag andere Inhalte haben, oder nicht jeden Tag, aber ein Projekt reiht sich ans nächste. Sie konnte die ganze Vielfalt hier auch aufnehmen und einfach mal 3 Wochen was anderes erleben und die ganze Vielfalt unseres Akademielebens. Ja. Ich kann nur sagen, bei Ihrem zukünftigen sozialen und musikalischen Werten wünsche ich vor allem eine glückliche Hand und alles Gute und danke für dieses Gespräch. Wir sagen auch danke. Vielen Dank für die Einladung.